So, greetings, Manners, der Toni ist wieder back. Was war im letzten Video? Ach, Katakomben haben wir gemacht. Feuerrad und... Genau, und dann haben wir die Tiefenover. Ich habe dann noch gefarmt. Ich habe jetzt 10 Auge des Todes, die wo ich brauche. Und Menschlichkeiten habe ich 31, glaube ich. Ja, die brauchen wir auch. Also 30 brauchen wir. Ich habe jetzt auch noch Goldharz gefarmt, ein bisschen bei den Spammerl. Das war hier unten. Da. Okay. So. Ich habe jetzt da beim Farmen von den Menschlichkeiten und Auge des Todes, ein paar so Schleimviecher killt. Die haben eine große Scherbe gedroppt. Und deswegen gehe ich jetzt kurz zum Schmied. Möchte nämlich meinen Bogen zumindest auf plus 11. Und da möchte ich ihn Nito alt machen. Heimkehrknochen habe ich mir auch 10 Stück gekauft. Da habe ich schon ein paar gebraucht. Oh oh, wie fett. So, Waffe verstärken. Composite auf 10. So, und jetzt umwandeln. Auf plus 11. So. Wir kommen jetzt nur zu einem Verstärker. Oh mein. Egal, mehr geht nicht. Was brauche ich jetzt wieder? Damit ich nichts verstehe. Was hab ich gesagt? Ja, Nitoid. Und zwar muss ich da in die Katakomben rein. Da wo wir den Titanit-Dämonen gekillt haben. Da kann man sie in den Sarg reinlegen. Ich habe bloß gespannt, ob wir die Skelette da noch da haben. Anscheinend. Das sieht man nicht. Das ist schon wieder cool.
So. Das funktioniert nur da, wenn man Nito noch nicht gekillt hat. So, Eidleisten. Ja. Da gibt es jetzt das Schwert des Grabesfürsten und das Wunder. So, und jetzt. Auge des Todes, ja, 10 Stück braucht man da. Es reicht. Nehmen wir das nächste Wunder. So. Eil erledigt. So, was tue ich jetzt? Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir die Quest vom Zwiefelbärt weiter. Wir können wir jetzt da Eid jetzt wieder dazu gehen. Und 30 Menschlichkeiten darbieten. Gegenstände. 2 habe ich gesehen, habe ich soft, also brauche ich 28. Menschlichkeit arbeiten, yes, 30, yes. Gibt es nochmal einen Pyrospruch? Was ist jetzt das? Chaosstund, ja. Gibt es nur da, weil man 30 Menschlichkeiten hat. Und, das zeige ich euch dann später, wir können dann einen Shortcut öffnen, weil wir jetzt da den Rang haben. Was wird jetzt da? Genau. Machen wir Zwiefelbärt. Zwiefelbärt und dann da die Geschwind mit zu wenig zu der Quilana gehen und mein Pyro Flamme verstärken. Den hätte ich schon noch gern ziemlich schnell auf maximal auf plus 5. Dann holen wir uns das Item drin, da ist die ja diesen Keule oder was das ist. Das braucht man nicht, aber nur falls einer mit der Riesenkeule was vorhat, da liegt's.
Das ist jetzt immer zwingend notwendig, die Questline vom Siegmeier oder Siegwart. Es gibt halt eine Scholle, wenn man es durchzieht. Titanic-Scholle. By my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare a few scraps of moss? Ja, da wird er dann drei lila Moosklumpen vom Inventar abzogen, aber schießen drauf. Fantastic! Thank you! A saint you are! This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this, a symbol of my appreciation. Well, our fates do seem entwined. Perhaps this too. The poison swamp, my quicksand is there. Same source. Jetzt werde ich noch meine Kohle ausgeben. Oder wie wir in Bayern sagen, verwichsen. Das ganze Geld verwichsen, was wir haben. So, 33.000. Now go. Whatever you do, do not cross. Oh, jeps. Ich habe nämlich noch was vor. Gegenstände. Ja, das bringe ich auch zum 33.000. Das ist ja 15.000 Kim. So. Wie gibt's da eine? Nicht. No luck. My soul. Well, young pupil, you must have patience, but do not keep you waiting much longer. 2000. Man juckt. Ich brauch 16.000, also 8. So, 36 und ich glaube auf Maximum kostet auch noch mal 40. Was haben wir jetzt noch? So, jetzt muss ich. Mache ich einen Harakiri-Lauf. Und zwar für die Götterglut. Ich habe festgestellt, es ist das aller einfacher. Jetzt muss ich mir aber da her sitzen. Wenn ich stirb, dann gehe ich mit da wieder. Oh!
Also mir ist echt die Schädellatine ausrissen. Hab ich die überhaupt? Na, da ist. Na, mach was anderes. Dann mach was anderes. Nein, nicht, das wollte ich nicht. Götterglut. Mir wurscht, wenn ich stirb. Es geht nur um die Götterglut. Deswegen bin ich jetzt da reingegangen mit null Seelen und null softe Menschlichkeiten. Weil es weiß mir dann egal ist, wenn ich stirb. Ich habe geschwind noch mal zum Schmicke. Weil, dass ich mir nur meine Hellebarde, meine göttliche Hellebarde umwandle in eine Hellebarde plus 6. Ja, wie kriegst du? Ausrüstung umwandeln. Da, göttliche Hellebarde. Was braucht 200 Seelen? Okay. Ich glaube, ich habe ihn noch. Na, da ist. Da wirklich auf plus 6. Oi, where are you out there? Was tun wir jetzt? Minuten. Ja, dein Shortcut, da möchte ich mal freischalten und das Gebiet da und klären. Eigentlich keine Probleme geben. Wenn schon, denn schon.
Da hinten liegt noch grüne Scherbe. Zwei Stück. Arschloch ziemlich nerven kann, wenn er mag. Schau dir das an. Backsteppen kann man da nicht, gell? So, jetzt da die Sonne machen wir geschwind den Boss. Das sollte eigentlich keine Probleme darstellen. Feuerdämon. Wenn ich einzwick, wie gehört das Sau du. So. Ja, wenn ich herum bin, dann nehmen wir gleich ein bisschen mit, was wir dann so haben. Da werde ich später dann nochmal Sonnenlichtmedaillen farmen. Vielleicht kriege ich jetzt schon eine. Glaubst zwar nicht, weil. Aber vielleicht habe ich Glück. Normalerweise hätte ich jetzt schon mehr Sonnenlichtmedaillen, wenn ich mir so leer weil mitgenommen hätte. Aber das wollte ich in dem Run nicht. Egal, das kriege ich schon. Und da mir jetzt dort Eid, man sieht ganz links unter meinem Namen, Toni,
Diener des Chaos plus 2. Können wir mit einem Shortcut öffnen. Und da gibt es nämlich die Sonnenlichtmode. Da ist eh schon eine. Da ist die Sonnenlichtmade. Die war nicht interessant jetzt für die Solär-Quest, die machen wir in dem Run nicht. Die ist nämlich super für die Katakomben der Giganten. Da haben wir nämlich ein Licht. Das erleichtert das Ganze ungemein. In die Katakomben der Giganten, wo es so finster ist, mit den Riesenskelette. Jetzt haben wir noch einen Crystal Wizard. Ist egal, Blutzahn. Ich brauche ihn nicht, aber jetzt bin ich schon tot. Nimm ihn mal mit. Ich muss mich wegsputen. Blutsakramentkruzifix. Geht's nu? Spül, geht's nu? Jawohl, zwar alte Brocken hat sich rentiert. So. Jetzt holen wir uns noch Blut. Tschüss, wir können mit einem Osterhasen auf Biernaffe. Da ist eh schon. Kommst du? Jetzt kommt er. Ich bleib aber direkt mitten in die Viers drin bei dir. Da treffen sie meistens eh nicht. Kann man von dort schießen. Geil, schon wieder ein roten Brocken. Warum
normal loot. So, jetzt kill ich die vier Raupen da noch und dann schalte ich mir noch einen Shortcut frei. Da mache ich einen Cut. Ich glaube, ich werde meinen Cut dann danach graue Brocken geschwind einmal farmen. Und zwar unten bei den Black Knights, nicht bei den Black Knights, bei den Dark Knights. Da ist es ziemlich einfach. Nur dass ich mein Komposit, ich brauche eh nicht viel, vielleicht 5 oder 6 brauche ich. Dass ich den auf plus 14 bringe. Ja, das rentiert sich schon mit dem Bogen. Und dann machen wir weiter. Ja, jetzt geht schon ein bisschen, jetzt ist immer so eine Plackerei mit der plus 15er Waffen. So, der Shortcut war frei. Also ich will gesagt, ich fahre mir jetzt schon ein paar graue Brocken und das ist ja nicht wundert, wo ich der vor mir her habe, wie viel habe ich denn? Das ist nicht viel. Also Männer, haut rein, danke fürs Zuschauen. Habe die Ehre.